Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Wald der Wölfe. Heute möchten wir euch Wald der Wölfe vorstellen, quasi eine Neuheit, eine Frühjahrsneuheit aus dem Hause Queen Games. So, das Spiel ist für 1 bis 5 Spieler. Kann man also auch solo spielen, werdet ihr auch nachher merken, weil die Alina, die wird mir nachher ein bisschen helfen, die wird nämlich auch mitspielen. Das Ganze ist ab 7 Jahre, ja, es funktioniert gut, sagen wir jetzt schon, weil die Alina ist 6 Jahre, der Elias ist 8 Jahre und, jetzt muss ich schauen, von der Spielzeit 30 Minuten, also recht schnelles Kinder-Familienspiel, so würde ich es auf jeden Fall titulieren, wie gesagt, ab 7 Jahre und wir zeigen euch das spielerisch. Das Spiel ist aus dem Hause Queen Games, sieht schon mal von der Illustration richtig toll aus und ist von Autoren, will ich nicht unterschlagen, Wolfgang Dirschel und Julian Gupta. So, ich erkläre ganz kurz die Regeln, ist gar nicht so schwer und dann steigen wir gleich spielerisch ein. Es gibt einige Spielsequenzen und dann gibt es abschließend das Fazit. Wir haben Vollmondnacht in dem Wald der Wölfe, wie man das schon mal hier aufgebaut hat. Und es gibt natürlich auch einen großen Wolfshäuptling Lupus. Wir spielen das Ganze gemeinsam, also kooperatives Spiel zu viert. Und wir erwarten uns hier, so heißt es auch gemäß Anleitung, verschlungene Wege, geheimnisvolle Orte und spannende Überraschungen. Weil im Spielverlauf haben wir hier in dem Fall die vier Wölfe. Die steuern wir alle gemeinsam als Spieler. Und wir haben verschiedene Aufgaben. Das heißt, wir müssen die Wölfe an unterschiedliche Orte führen. Das heißt, hier liegen bereits 3 Plättchen aus. Das Schöne an dem Spiel ist, es gibt einen Schwierigkeitsgrad, den man verändern kann. Also ist das euch zu einfach, könnt ihr auch weitere Plättchen dazu nehmen oder andere, wo andere Symbole drauf sind. Und dadurch wird das Spiel schwieriger. Wir spielen jetzt das einfache Spiel und versuchen jetzt quasi 7 Aufträge zu erfüllen. Weil sind wir mit den Wölfen an den einzelnen Orten angelangt, dann dürfen wir das Plättchen nehmen, drehen das um, bekommen eine kleine Belohnung und dann platzieren wir das hier hin. Und am Schluss wird praktisch der große Wolf da platziert. Allerdings haben wir ein kleines Problem, weil wie bewegen wir uns? Wir bewegen uns mit den Wölfen und dazu wird aus dem Säckchen gezogen. Hier sind solche Laufplättchen drin. Die Laufplättchen sagen uns, mit welchem Wolf, beziehungsweise wir suchen uns einen aus, wohin wir laufen dürfen. Teilweise gibt es kleine Überraschungen, die positiv, aber auch negativ sein können. Aber in diesem Säckchen sind nicht nur Laufplättchen drin, nein, es sind auch, sie heißen alle Laufplättchen, aber als Laufplättchen getarnt sind quasi auch Eulen drin. Und Eulen beenden eine Runde, weil sobald 3 Eulen hier drin sind, ist die Runde zu Ende. Und das Ganze spielen wir über 4 Runden, weil hier dann die Eulen platziert werden. Also, wir haben 4 Runden Zeit, in dem Fall die einzelnen Stationen anzufahren, zu erfüllen. Es kommen dann immer wieder neue Aufgaben dazu, also neue Ortsplättchen. Und dann versuchen wir das über 4 Runden maximal zu schaffen, sodass hier möglichst 7 Aufträge sind. So, das waren alle Infos, alles weitere spielerisch. Und dann würde ich sagen, wir steigen ein. Wer hat gesagt, wer fängt an? Du. Die Alina fängt an. Oh, die Alina darf anfangen. Dann sieht man gleich mal, wie gut das Spiel funktioniert. Das heißt, wir haben hier die Laufplättchen drin und die Alina zieht jetzt ein Plättchen. So, Moment, eins, Alina, muss ich noch sagen. Die wissen ja gar nicht, wo man hin muss. Schaut mal, das sind hier 2 kleine Füchse. Das heißt, die 2 kleinen müssen Wölfe. Hier... Wölfe. 2 große. 2 große. Und hier hinten, Elias, ein was... Ein beliebiger und ein großer. Sehr gut, Alina. Und dann würde ich sagen, zieh das Laufplättchen, aber keine Eule, weil bei der Eule kommt gleich hier ein Plättchen drauf. Aber und wir haben ja auch Bonusplättchen. Oh! Und was ist das, Alina? Platsch. Das heißt, der hat Durst. Der Wolf... Nein, der badet. Der badet. Und er hat Durst. Platsch. Und er geht jetzt zu einem beliebigen See oder Fluss. Guck, doch da. Nee, da so, kleinen großen. See. Dann machst so. Du doch hier hin. Ja, dann machst du hier hin, Alina. Weil... Platsch. Sehr gut. Ah, das war nicht so toll. Es sind gar nicht so viele Plättchen drin hier wir in dem Fall. Wir haben Bonusplättchen. Wir haben Bonusplättchen. Das darf man auch nicht vergessen. Genau, das Bonusplättchen darf der Elias erklären. Was machen die 3 Bonusplättchen, die am Wenn Anfang ausgehen? Wenn man hier auf so einem Feld steht, dann das kann ist man eine Höhle. Das... Ja, eine Höhle. Dann kann man das verwenden. Dann kann ich zum Beispiel von der Höhle zu der Höhle gehen. Das heißt, einen schnelleren Weg. Elias, was ist das Nächste? Das ist so eine Eule, die wegfliegt. Ja, da kommt dann die wieder ins Säckchen. Genau, die Eule kommt dann wieder raus. Und das hier, was müssen wir da machen? Da heulen alle und der andere holt einen beliebigen zu einem anderen. Dadurch haben wir schnell ein Ortsplättchen erfüllt. So, ich ziehe gleich weiter. So, und was habe ich? Oh, so, jetzt habe ich einen Baumstamm. Jetzt müssen wir gemeinsam überlegen. So, wo muss... Gib mir mal einen Tipp. Der hier.
Sollen wir den da drauf machen, ja. Alina? Okay. Ja. So, das heißt, wir setzen die. Das Laufplättchen kommt hier hin und jetzt wird das Plättchen aufgedeckt. Sehr gut, was Schönes. Das heißt, wir dürfen hier weiterfahren. Sollen wir da hinfahren? Mit einem beliebigen. Mit einem beliebigen. Alina, was meinst du? Wir müssen auch überlegen. Die Großen, schau mal, den Großen stellen wir hier hin. Der muss doch hier hin, oder? Dann würde ich eher sagen mit dem Großen, weil hier sind zwei Große. Genau, und das machen wir jetzt. Und dann ist die Silke dran. Jetzt merkt ihr, warum man das Ganze durchaus auch solo spielen kann oder sich die Eltern ein bisschen zurückhalten können im Spielen. Aber so, Moment, was hat die Silke gezogen? Ich habe den zweiten kleinen Babywolf, der badet. Oh, der badet auch, okay. Das war's, jetzt ist der Elias dran und die Plättchen gehen schnell zur Neige. Das heißt, auch dann ist eine Runde quasi zu Ende, weil irgendwann werden die Eulen ja auch gezogen. Du hast ein Symbol mit so einem Runenstein gezogen in dem Fall. Runestones beispielsweise haben wir euch auch schon vorgestellt. Auch ein richtig schönes Familienspiel. Heißt aber nur Stein. Genau, Stein. Ich sehe aber Runen in dem Fall. So, der Elias setzt sich dahin. Genau. Übrigens, es können natürlich mehrere Wölfe auf so großen Feldern stehen, nur auf einzelnen Feldern nicht. Eine Eule fliegt weg. Wir haben aber keine Eule. Aber okay. So, dann ist der Papa dran. Jetzt wird es langsam eng. Es sieht einfach aus. Es ist aber gar nicht so einfach. Ihr müsst ja schon zielorientiert fahren. So, guck mal. Mit einem von den zwei kannst du hier hinfahren. Sehr gut. Und welchen nehmen, Alina? Den hinteren Wolf, hätte ich gesagt, weil der ist da blockiert. Und damit haben wir schon einen Wolf hier platziert. Und gar nicht mehr so viel Plättchen drin. Und drei Eulen. Und, wenn wir es gerade sagen, ohne ist die Eule. So, und wir haben noch keinen Auftrag erfüllt. Das sieht jetzt so einfach aus, nämlich als Laufspiel. Ihr müsst hier effektiv fahren. Nicht gerade so, ich fahre jetzt mal dahin und dahin. Ihr müsst schon effektiv ziehen. So, was hast du? Sehr gut, Elias. Und? Jawohl. Und wir haben, Elias, den ersten Auftrag. Was ist da abgebildet? Darf ich mal ganz kurz? Du zeigst den Zuschauern. Das ist ein Zweierwolf. Es gibt Einser- und Zweierwölfe momentan. Die Dreierwölfe gibt es auch. Die sind allerdings schwieriger zu erfüllen. So, jetzt wird das reingestellt. Was hast du gezogen? Eine Höhle. Weil, habe ich noch nicht gesagt, wir kriegen hier so ein Bonusplättchen. Das heißt, wir haben auf der Seite so einen Vorrat und ziehen davon eins und das legen wir hin. Übrigens, die Plättchen können wir jederzeit benutzen vor unserem Zug, während dem Zug, je nachdem, was wir machen. Also, die helfen uns dabei. So, und, jawohl, ein Auftrag haben wir schon von ein sieben. Ein Pilz. Ja! Hier kannst du hin und dann vielleicht... Moment, die Alina will auch mal gucken, wo willst du hin? Moment, was sollen wir machen? Schau mal, aber hier wollen wir auch hin. Ja. Aber wo wollen wir hin? Willst du da hin? Ja, wir auch mal. Dem ja, das lassen wir. Dann kann die Alina, kann man da weitergehen. Probieren wir einfach mal. Das probieren wir. Wir zeigen euch, wie gesagt, eine Runde. So, ich habe jetzt wieder... So, helft mir mal. Alina, hilf mir mal. Wo Stein nehmen. Und wo sollen wir hinziehen? Und warum? Wo wollen wir hin? Wir schaut mal, wohin. Oder hier. Aber da wollen die Kleinen hin. Soll man nicht versuchen, mit den Kleinen da hinzukommen? Ja, was meint ihr? Nico, nee, aber der kommt gleich hierher. Der kommt gleich hier hin. Gut, okay, für dich, Alina? Jawohl. Und da merkt ihr, Spiel ist ab 7 Jahre. Alina ist 6 Jahre, der Elias 8 Jahre. Die Alina braucht ein bisschen Hilfe. Klar, es ist ab 7 Jahre, aber es funktioniert. Ja, ich würde. Was hast du gezogen? Baumstamm? Ich würde fast überlegen mit dem hier. Meinst du es gut? Ja. Okay. Hätte ich auch gemacht. Okay. So, aber dann. Wir haben noch zwei Eulen und ich glaube ein oder zwei Plättchen nur noch. Und am Ende der Routen kommen die Plättchen auch Die Ortsplättchen kommen raus am Ende. Übrigens, wo werden die hingelegt? Das ist immer von Symbole. Zieht ihr mehrere Ortsplättchen der gleichen Art, müsst ihr neues ziehen. Also es kann immer nur ein Ortsplättchen da liegen. Eine Eule. Oh, wenn die dritte... Nee, stopp mal. Wie viele sind ungefähr noch drin? Weil ich glaube, jetzt sind noch drei drin. Ja, dann eine Eule und zwei Plättchen. Dann machen wir das mal raus, Alina. Wir holen jetzt schnappen eine uns Eule zurückwerfen. Und das Plättchen gibst du mir. Das Plättchen kommt raus. Und eine Eule. Das musst du gut mischen, weil es sind noch zwei Eulen drin. Wir wollen aber ein bisschen noch was machen. Wir versuchen da hinzukommen. Aber wir brauchen natürlich und die jeweiligen eine Eule. Ah, Symbole. Ja, Papa. Ah. Papa zieht jetzt bestimmt gut. Keine Sorge. Papa schafft es. Die Chance ist... Eine Eule. So viel zu Papa schafft das. So, jetzt ist die Runde zu Ende. Das heißt, da oben wird eine Eule platziert. So, und die Ortsplättchen kommen jetzt raus. Es kommen drei neue Ortsplättchen. Da gibt es nämlich auch ein Säckchen, wo die Ortsplättchen drin sind, dass man beliebige sucht. So, und jetzt kommen drei neue Ortsplättchen. Alle, Alina, das kannst du machen. Alle Laufplättchen kommen wieder in das Säckchen rein. Das macht die Alina. Und die Plättchen bleiben liegen. Und dann spielt er quasi weiter.
Runden. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Wir haben in der ersten Runde. Ich habe eins doppelt gezogen. Ja, dann kommt eins raus. Und wie gesagt, wir haben einen Auftrag erfüllt in der ersten Runde. Wir haben es aber auch schon ein paar Mal geschafft. Aber jetzt, das ist ein bisschen doof. Warum? Alina, warum ist das doof? Ein großer Mensch, ein beliebiger, aber der kann da mal abbiegen. Sehr gut. Ich bin dran. Ja, nee, ich habe den Wolf, den Wolf, die Eule habe ich gezogen. Ihr habt die alle reinmachen sollen. Ihr müsst die reinmachen. Aber ich glaube, das war die erste Runde. Vielleicht schauen wir am Schluss nochmal rein, wie das Ganze aussieht. Ihr habt jetzt eine komplette Runde gesehen. Die Anleitung ist auch gar nicht so umfangreich. Das meiste habe ich jetzt schon erklärt. Nicht jetzt jedes Detail. Es gibt natürlich noch Eichhörnchen und Spinnen, wo die Wölfe Angst haben. Und dann ist die Silke dran. Wir machen kurz einen Schnitt. Wir sehen uns. Da war noch ein Eichhörnchen drin. Ja, und wir machen kurz einen Schnitt. Und eine Eule. Ja, ich glaube, Zeit für einen Schnitt. Wir sehen uns am Ende wieder. Das war Wald der Wölfe. Alina, wie findest du denn die Grafik? Wie findest du das Cover? Toll, mit dem Wolfgesicht. Das ist toll gemacht, oder? Und bei dir, Elias? Das sieht man gar nicht auf Anhieb, dass der ein Wolf abgebildet ist, gell? Da hat er mit dem Weißen. Und da ist auch... Wie findest du es von der Grafik? Sehr cool. Das Spiel ist ab 7 Jahre. Alina, 6 Jahre, bisschen zu schwer, wie würdest du jetzt sagen? Mit dem Fahren noch ein bisschen so schwer. Ist auch gar kein Problem. Wie hat es dir gefallen? Gut. Sehr gut, gut oder okay? Super. Heißt du Alina? Nein, jetzt bist du dran, Elias. Super. Elias, das Spiel ist ab 7. Wie fandest du vom Schwierigkeitsgrad das Spiel? Für mich war es noch gut. Das heißt, noch gut heißt, das war, bist du klar gekommen oder brauchst? Ja, ich bin klar gekommen. Am Anfang braucht er ein bisschen Hilfe, aber das ist ein Typ. Wie findest du das Spiel spaßmäßig? Super. Es kommt in mein Lieblingsregal. In dein Lieblingsregal? Schau mal einfach mal, weil der Papa, die Alina will es nämlich auch in ihr Lieblingsregal. Willst du es auch in dein Lieblingsregal, Alina? Ja. Auch, ja, schau mal einfach mal, kriegen wir alles hin. Aber ihr merkt, die Alina braucht ein bisschen Unterstützung. Aber das ist ein Spiel ab 7 Jahre. Das spielt ja nicht in reinen Erwachsenenrunden, ihr könnt spielen, ganz klar. Das ist für mich aber ein typisches Spiel, wo man mit Kindern zusammenspielt. Kooperativ fährt die einzelnen Wege hier entlang. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich anpassen. Das ist ein reines Laufspiel in dem Fall, wo man Aufträge erfüllt, spielerisch das Ganze kennenlernen und das Ganze natürlich thematisch schön eingetaucht mit dem Wolfsthema. Wie anfangs erwähnt, ist eine Frühjahrsneuheit. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist es vielleicht noch nicht überall im Handel erhältlich. Müsst ihr auf jeden Fall nachschauen. Wenn ihr das Spiel erst oder das Video erst im halben Jahr oder Jahr dann schaut, dann ist es auf jeden Fall verfügbar oder auch später. Und wie gesagt, ideal mit der Familie. Gemeinsam spielen. Und Elias, wir haben Solo noch nicht gespielt. Meinst du kannst es auch mal Solo spielen? Wenn ich das, ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo man super Solo spielen kann. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Gerade mit Kindern gibt es eigentlich selten so ein Solo-Spiel, wo Kinder Solo spielen können. Ich habe euch so viele Logikspiele vorgestellt, aber das ist auch ein Spiel, wo ich mir, glaube ich, auch Solo gut vorstellen kann. Aber ansonsten idealerweise natürlich in Spielrunden mit der Familie ist so ein typisches Familienspiel, wo Kinder in unserem Alter, als Beispiel 6, 8, jetzt super mitspielen können. Ich weiß, ein 10-Jähriger kann es jetzt nicht einschätzen. Es steht ab 7 drauf. Wir haben eine schöne Mischung jetzt hier, wo wir es euch zeigen können. Und wenn ihr jetzt die Personenanzahl habt oder wisst, je nachdem, ob es was für euch ist, dann könnt ihr es gerne über die unten genannten Links dann kaufen. Ihr zahlt dann nicht mehr, aber ihr unterstützt uns automatisch. Das waren alle Infos. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut, bis bald. Wenn ihr noch kein Abo habt, klickt einfach oben drauf. Ciao. Ciao.